Halt, stopp, Kommando zurück jetzt hier, aber fix. Das passt ja wieder mal alles so richtig schön zusammen. Ja, kaum stellt sich heraus, dass die Deutschen lieber Neuwahlen hätten, als die unsägliche Bundespolitik noch weitere 2 Jahre ertragen zu müssen, fliegt den Israelis das halbe Land um die Ohren. Egal, vielleicht sehe auch nur ich da einen Zusammenhang à la Weltwirtschaftsforum. Weiter im Text. Oder pass auf, mir kann doch keiner erzählen, der Mossad, und wir reden hier vom angeblich bestinformierten und schärfsten Geheimdienst der Welt, also mir kann doch keiner erzählen, der israelische Geheimdienst hat nichts von den bevorstehenden Angriffen durch die Hamsterer Hamas oder der Hisbollah gewusst und ihrem Obermimen. Wie heißt der gleich wieder? Benjamin Ha-He-Hi-Ho? Netanyahu heißt der Benjamin. Also mir kann doch keiner erzählen, der Geheimdienst hätte dem nix, aber auch wirklich gar nix erzählt. Also wenn dem so sei, dann ist da oben Jahrmarkt. Und bei uns ist jetzt die Sicherheit Israels eben Staatsräson. Gut, dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Aber Deutschland hat nix mehr übrig. Deutschland ist pleite und dabei nicht mal so sexy wie Berlin. Obwohl, eine ganze Brigade Bundeswehrsoldaten hat Kriegsminister Boris Pistolenschuss ja anscheinend doch noch übrig. Und die schickt er dann gleich mal gegen Putin an die... Und die schickt er dann gleich mal nach Litauen. Bravo, für die Landesverteidigung holt sich Nancy Faeser dafür auch massenhaft Raketenwissenschaftler ins Land. Ach nee, stimmt ja. Die Faeser hat ja gleich ganze Hundertschaften der Bundespolizei an die polnische Grenze geschickt. Und zwar, sodass da kein Sprengstoff- oder Nahkampfexperte des IS mehr illegal ins Land eindringen kann. Genau, und die Bundespolizei, das sind Beamte und die machen, wenn gerade keine Kompakt-TV-Kamera auf sie gerichtet ist, was? Ja, was machen sie denn dann? Dienst nach Vorschrift, sprich, die trinken Kaffee und fressen Bockwurst. Guckt euch doch die Kompakt-Sendung von gestern Abend nochmal an und was der Stefan da an der Grenze herausgefunden hat. Weißt du, da kriege ich schon wieder so einen Hals. Die Polizisten, die sagen sich doch mittlerweile auch schon, es muss erst noch schlimmer werden, bevor es wieder besser werden kann. Warum macht Scholli unsere politisch hohle Birne nicht mal die Sicherheit von Burkina Faso zur Staatsräson? Nicht wahr? Dann kommen nämlich nicht gleich alle Burkina Fasoisten auf einmal hierher, um uns auch noch den letzten Rest vom Schützenfest von unseren Tellern zu fressen. Was? Sie sind da anderer Meinung? Egal, rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf, nicht wahr? Bis demnächst. Tschö mit Ö.